So, willkommen zurück zu Dracula Origin. Wir machen mal den nächsten Sack direkt kaputt. Perfekt. Oh, da ist ein Bild drin. Ein Gemälde, das Yada zeigt, als sie noch ein Mensch war. Sie war eine entzückende, schüchterne Frau mit braunem Haar und engelsgleichem Antlitz. Ihr voller Name war Yada Dahmer. Armes, junges Ding. Mhm. Oh ja, wirklich hübsch. So, was haben wir denn hier? Wie fürchterlich. So, was ist das? Ein Gefäß mit Schmierfett. Trotz des abscheulichen Gestanks könnte es nützlich sein. Ich nehme es mit. Okay, was haben wir da? Nein, das kann ich nicht. Diese Mandoline wurde schon seit einer Ewigkeit nicht mehr gespielt. Die Saiten sind jedoch noch in einem guten Zustand. Okay, also brauchen wir offenbar die Saiten. Fangen wir einfach mal oben an. Na, sogar direkt richtig. Sehr gut. Damit kann ich eine der Saiten abtrennen. Noch eine? Nee. Kann ich die jetzt mit der Armbrust verbinden? Muss ich denn die Armbrust? Ah, da. Vollständige Armbrust. Haha, geladene Armbrust. Jetzt können wir weiter offensichtlich irgendwann mal langsam. Ist hier sonst irgendwas Interessantes? Das Bild. Da drin haben wir. Ach, da ist noch was. Da ist nicht noch was drin. Was haben wir denn da? Ein Buch. Jene, die sich Dienste eines himmlischen Geistes stellt, werde durch große Stärke belohnt. Er soll sich... Das ist nur eine Seite. Geheimnisse des Wurms. Er solle sich nicht im Nebel oder Gasen fürchten. Keine Waffe, die ein Mensch gegen ihn richtet, möge ihn verletzen oder die Flucht schlagen. Nur die Elementalkräfte, die Energie aus den Tiefen der Erde oder den Höhen des Himmels vermögen, Zweifel in solch einer dunklen Seele zu sehen oder sie gar vollends zu vernichten. Ah ja, und dadurch noch was. Ein Schlüssel, wo der wohl hineinpasst. Ah, ich kann schon vorstellen, wo der hinpasst. So, wo haben wir den Schlüssel? Da. Ich wette dahin. Das ist die Apokalypse. Das Ritual hat begonnen. Diese grüne Wolke, das sind die verdammten Seelen, die ihre Rückkehr zur Erde herbeisehnen. Und Mina, sie befindet sich in der Gewalt des Dämons, hinter dem Heer ätherischer Gestalten. Ich muss zu ihr. Das ist ein sehr großer Bücherschrank. Das ist ein sehr großer Bücher. Diese ätherische Geisterwolke blockiert den Weg. Es hat keinen Zweck. Ich muss eine Möglichkeit finden, um diese Wolke mit einem Kurzschluss unschädlich zu machen. Warum mit einem Kurzschluss? Eine Statue, komplett aus Metall. Mhm. Blitzableiter. Dieses Bücherregal ist beweglich. Dieses Bücherregal... Mechanismus scheint zu klappen. Wir haben doch hier dieses komische Fett mitgenommen, ne? Na also. So, dann können wir jetzt das Bücherregal bewegen. Es lässt sich bewegen. Perfekt. So. Dieses Bücherregal reicht bis an die Decke. Und der obere Teil besteht aus Metall. Bei einem Blitzschlag lädt er sich elektrisch auf. Sehr gut. Da ist irgendwas. Dafür brauche ich. Was ist denn da? Kordel? Das hier? Zwecklos. Nein. Zweck. Pelon nicht. Kettenhemd. Zweck. Axt. Zweck. Zweck. Achso, das ist die Armbrust. Zweck. Brille? Zweck. Kreuz? Zweck. Nee, das ist alles nicht. Puh, was könnte das denn sein?
Da ist eine Pfütze. Es gewittert. Eine Statue, komplett aus Metall. Kann ich hier bei dem irgendwas machen? Nee. Der hier hat die Pfütze. Tja, was können wir da machen? Das ist ja auch aus Metall. Da habe ich doch... Ach so, ich war bei der Ritterrüstung. Dieser Gegenstand ist elektrisch leitfähig. Okay. Dafür brauche ich etwas. Okay. Zwecklos. Nee, das passt nicht. Was soll ich jetzt machen? Was? Zweck. Was soll ich denn machen? Zweck. Eine Star. Okay, das haben wir, das haben wir. Was können wir denn jetzt noch machen? Fehlt irgendwas? Zweck. Ich hab den Eindruck, ich habe irgendwas vergessen. Steht hier irgendwo noch was rum? Nö. Dann gehen wir mal hier nochmal zurück. Haben wir hier irgendwo was vergessen? Ne, hier ist auch nichts mehr. Hier ist nichts mehr. Hier war das. Da! Da ist doch was. Was haben wir denn da? Vorhangkordeln. Sehr lang. Aha. Vielleicht müssen wir das nehmen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Okay, er macht auf jeden Fall was. Dieser Gegenstand ist elektrisch. Da ist ein Blitz eingeschlagen. Bevor ich mich Graf Dracula entgegenstelle, muss ich mich bewaffnen. Mit der einzigen Waffe, die diesen Vampir aufhalten kann. Okay, das ist auf jeden Fall die Armbrust. Der Boden ist nass und elektrisch geladen. Ich muss eine provisorische Brücke errichten. Mit dem Schild. Der Boden ist nass. Willst du mich jetzt verarschen? Papyrus. Der Boden ist nass und elektrisch geladen. Können wir jetzt hier irgendwie was noch... Boah, Alter, willst du mich verarschen? Ich habe schon wieder irgendwas vergessen. Eines... Nee, hier ist nichts. Ich scheine wieder was vergessen zu haben. Aber was? Irgendwas, um diese elektrische Ladung zu umgehen. Gummi bräuchte ich. Oder irgendwas, was die macht. Hier ist nichts weiter. Ein Port. Steht hier irgendwo was rum? Ne, hier liegt nichts rum. Ach, da liegt was rum. Was ist das denn? Eine alte Pelzjacke. Falls es kälter werden soll. Ah, wahrscheinlich müssen wir die da hinlegen. Was hat das jetzt da mit dem Pink gebracht? Das verstehe ich nicht. Das habe ich nicht verstanden. Dass auch Dracula davon nichts merkt. Jetzt kann ich weitergehen. So, jetzt aber.
Mina. Professor. Sie sind es. Ich freue mich, Sie wiederzusehen. Aber wie sehen Sie denn aus? Legen Sie doch bitte ab. Möchten Sie einen Drink? Mit Vergnügen. Bei diesem Wetter braucht man etwas Warmes. Ich bleibe einige Minuten am Feuer. Aha. Das war also Dracula Origin. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so, was ich von dem Spiel halten soll. Es war auf jeden Fall doch an einigen Stellen anspruchsvoll. Zwar jetzt nicht auf dem Niveau von Sherlock Holmes. Ich finde, das ist teilweise ein bisschen kniffliger gewesen. Ja, aber dann ist... Also ich muss sagen, auch der Kampf um... Ich nenne es mal der Kampf um Mina. Den fand ich ein bisschen... wie soll ich mal sagen? Ich sag's mal... einfach auf gut Deutsch. Ich fand die etwas flach, etwas kurz, etwas uninspiriert. Das liegt wahrscheinlich auch an der Zeit. Es steht in der Videobeschreibung, wann das Spiel rausgekommen ist. Das weiß ich gerade nicht aus dem Kopf. Ich hoffe, es hat euch gefallen, so bisher, was ich bisher gesehen habe. So, ich glaube, heute ist Part 14 erst rausgekommen. Und ihr seht, ich habe das Spiel schon fertig aufgenommen, jetzt an 3 Wochenenden oder so. Und es hat nicht die Resonanz gefunden, die ich mir eigentlich erhofft hatte von einem Adventure, nach dem ganzen Wimmel-Gewimmel und so weiter. Da kommt übrigens jetzt auch dann demnächst was Neues. Wenn ihr das seht, läuft es schon längst oder danach sogar schon das Wimmelbild danach. Deshalb brauche ich das eigentlich gar nicht erwähnen. Ich weiß jetzt nicht, was... Doch, ich kann mir schon vorstellen, was... Entweder läuft es schon oder es läuft hier nach erst. Wird auf jeden Fall wieder ein Actionspiel sein. Ich bin mir noch nicht so genau sicher, was... Aber ich habe eine Tendenz, es wird wahrscheinlich Bela Lugosi, der hatte damals Christopher Lee, die haben alle Dracula gespielt. Jetzt weiß ich wieder, was ich mal noch nachschauen wollte. Es wird wahrscheinlich Half-Life Blue Shift sein, damit ich die Half-Life 1 Reihe als beendet ansehen kann. Ja. Das war also Dracula Origin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir können ja mal eben kurz weitere Spiele gucken. Ich glaube, das sind nur die von Sherlock Holmes. Genau. Das ist ein Wimmelbildspiel. Mal gucken, ob ich das nochmal zum Laufen kriege. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, eine schöne Zeit. Tschüss.